zusammen machen. Versprochen? Wir sehen uns auf jeden Fall wieder, meine liebe Freundin. Okay. Dann haben wir Stufe 3 Gegner, aber nur einen, wie es scheint. Ich dachte, ich hätte mich voll... Sag mal, war in dem Laden? Überrascht mich. Evelyn scheint einfach nicht aufgegeben. Hab mir wieder eine Nebendiebe. Hast du gehört, dass der... Was soll das? Tut mir leid, du. Es ist Bad. Ist schon... Sag mal, das ist doch vor Condor, oder? Spielen wir eine Runde? Aber klar doch. Dann mal los. Nur, dass du es weißt. Ich bin quasi Expertin in dem Spiel. Unterschätz mich nicht. Ich bin stärker, als ich aussehe. Oho, ein Gegner mit Selbstbewusstsein. Gut, dann halte ich mich nicht zurück. Mir fällt gerade ein, ich muss noch mein Medikament einnehmen. Das ist natürlich auch geil, ne? Geschwindigkeit ist nämlich da. Also als erstes kommst du mal weg. Ach, kommt auch weg. Menandier kommt auch weg. Versuchen wir unser Glück mal so. Bogen. Ist dich. Nochmal holen. Der ist geil. Oh, er hat eine Drohnenfabrik. War, glaube ich, auf den Luftkommandant. Schneller aufladen. Oh nein, oh nein, oh nein.
Doch noch gewonnen. Auch wieder mit Zeit, aber wir haben gewonnen. Gott. Ich hab verloren. Du bist echt stark. Ich habe dich unterschätzt. Ich hab dich ja gewarnt. Und dabei habe ich dich sogar mit Samtpfötchen angefasst. Ganz schön frech. Man sieht sich. Grüß deine Kätzchen von mir. Ich schmeiß was nach ihr. Warte mal. Soll das heißen, ich habe alle besiegt, inklusive des Four-Condor-Champions? Und wo ist dann bitte meine Materia? Her damit! Wir haben noch eine Materia. Four-Condor. Suche nach Herausforderern. Hallo, Yuffie. Ich habe mir die Ergebnisse deiner bisherigen Partien angesehen. Meiner Einschätzung nach bist du zu schnellen Entscheidungen fähig und verlierst auch in schwierigen Situationen nicht die Ruhe. Du bist wahrlich der perfekte Gegner, Yuffie. Ich will Daten zum Spiel Four Condor sammeln und möchte dich bitten, gegen mich anzutreten. Von mir aus gerne. Zeig mir, wo der Hammer hängt. Gruppenbrett einnehmen wir, ja. Ausstellung bearbeiten. Oh, dich tauschen wir mal. Gegen ein Panzergardist. Dich tauschen wir. Dich tauschen wir gegen eine Fabrik. Haben nur hochrangige Sachen. Das ist natürlich nicht so von Vorteil. Aber er hat auch viel Hochrangiges. Also von daher. Was hat der da? Angriff. Ja gut, Schild. Dann schicke ich einfach auch hier ein Luftkommando.
schneller. Ja. Das war beeindruckend, Yuffie. Damit wurde meine Hypothese verifiziert. Deine Hypo wurde was? Verifiziert. Ich habe Maßnahmen gegen Spionage durch Wutai untersucht. Indem ich ein Preisgeld ausgesetzt habe, konnte ich vor Condor effizient und schnell in Midgar verbreiten und... Ja, ja, verschone mich mit Details. Entschuldige bitte. Was ich damit eigentlich sagen wollte... Das Preisgeld und die Materia... Gehören dir, Yuffie. Hab ich da Materia gehört? Moment, heißt das, du warst die ganze Zeit der Champion? Hihihi! Wie gefällt dir das, Shinra? Dich, nein, ganz Midgar habe ich in die Knie gezwungen! Deine Fähigkeit, dich auch von starken Herausforderern nicht abschrecken zu lassen, ist beeindruckend. Du bist ein würdiger Gegner. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch beim Test meiner nächsten Hypothese unterstützt. Zeig allen... wo der Hammer hängt. So. Die Nebenstory hätten wir gemacht. Endlich haben wir genügend Vorräte. Ich sollte heute dann... Naja. Der Schildkrötenmann. Schildkrötenparadies! Oh, hallo, junge Dame! Hast du etwa alle meine Flyer gefunden? Flyer? Meine Flyer! Nur wenn du alle 6 Flyer des Schildkrötenparadieses findest, erhältst du einen fantastischen Preis von mir! Bist du nicht deswegen hier? Nicht wirklich. Vielleicht kann ich ja dein Interesse wecken. Im Rahmen meiner aufregenden Schnitzeljagd habe ich 6 Flyer des Schildkrötenparadieses überall in den Slums von Sektor 7 verteilt. Wer sie alle findet, für den habe ich einen unglaublich tollen Preis vorbereitet. Genau! Doch wegen der Vorfälle in den Mako-Reaktoren ist Wutais Image in Midgar angeschlagener denn je. Irgendwelche Strolche haben deswegen meine Flyer versteckt und so hat noch niemand die Schnitzeljagd gewonnen. Ach, echt? Aber was soll man da schon machen? Andererseits ist das natürlich die Gelegenheit für dich. Willst du nicht versuchen, alle meine Flyer in den Slums von Sektor 7 zu finden und die erste Person sein, die sich den Preis schnappt? Hier, so sehen meine Flyer aus. Schick, oder? Versuch doch mal, alle 6 von ihnen in den Slums von Sektor 7 zu finden. Der Preis gehört so gut wie mir. Sag mal, junge Dame, du hast nicht zufällig Condor-Münzen bei dir? Ich bin nämlich ein passionierter Sammler, musst du wissen. Gerne überlasse ich dir im Tausch ein paar nützliche Gegenstände. Boah. Oh. Jetzt habe ich 21. Come on, 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 come on
Ruf mal alle Ritter. Nicht gebracht, war kurz in der Hoffnung. Wir brauchen noch Kontomünzen, um alles bei ihm zu kaufen. War kurz der Hoffnung, dass das ein Erfolg gibt. Alle Ritter. Ob Sonon endlich zurück ist? Oh, es hat vielleicht einen Erfolg gegeben. Das Schildkrötenparadies! Es ruft mich! Na dann mach dich aber lieber mal auf eine Standpauke gefasst. Ja, ich hör's. Zu Männern ist sie streng. Wieso das denn? Lässt sich nicht bemerken vom Hund. Was zur Hölle? Jetzt würde der uns nicht riechen. Ja, Yuffie, wenn du dich nicht bewegst, schneller musst. Ich hab das auch nicht. Atmo. Ich werde gleich um 4 oder so werfe ich eine kleine Pause ein. Vielleicht ein bisschen später als 4, damit ich. Oder früher sollte ich es eigentlich meinen, damit ich was esse. Was ist der für ein Schlaf? Jetzt steht er wieder auf. Was war knapp? Es klappt. Es kann ja nicht klappen. Yuffie ist viel zu langsam. Ja, und der Hund steht so schnell auf. Verstecke dich hinter Kissen, wenn der Hund wach ist. Nee, ist nicht wahr. Mein Problem ist, dass der Hund auch wach ist, wenn ich bei ihm bin. Da, wo keine Kiste mehr ist. Sich hier nicht schnell genug bewegt.
Okay. Ich bin auf ihn reingefallen. Ich wollte halt diesmal so schnell wie möglich los. Damit es klappt. Ich frag mich auch, warum sie nicht einfach am Hund vorbeilauft, auch wenn er bellt. Was war knapp? Warum steigst du diese Leiter nicht hoch? Ich glaube, ich brauche jetzt gleich eine Pause. Wenn diese Schildkrötenmusik nicht so entspannt wäre, ne? Kann ja nicht klappen. Dann guck ich mal woanders. Glaubst du, Avalanche hat sein Plan? Geschieht ihnen recht. Es lebe das Marco! Und nicht einen. Du hast den Flyer! Warte, du kleiner Dieb! Singt da etwa eine Schildkröte? Das ist die falsche Katze. Interessant. Ja, zwar nicht den Flyer, aber ich... Und... Die Mieze hat den Flyer nicht. Mit Shinras Präsidenten. Falsche Mieze. Sie hat eine Tüte mit Stamp. Das ist die falsche Katze. Die Mieze hat den Flyer nicht. Das ist die richtige Katze. Vorher. Entdeckt. Ich hab den Flyer. Okay, ein Flyer haben wir. Da ist aber irgendein Fleck. Heute ist euer Glückstag. Ich habe noch genau einmal vorgekommen. Hier scheint nichts zu sein. Lasst euch den neuesten Effekt ist wieder. Tiefer ist einfach. Könnt ihr einen Typen namens Billy? Was habt ihr schon? Für einen Krieg braucht man Soldaten. Ja,
scheint auch nichts zu sein. Was gibt's denn da zu glotzen? So, an dem Hund, ich weiß es nicht, ne, wie ich da so vorbeikomme. Der kann den ganzen Abend. Johnny scheint echt nicht so. Kennst du ein Mädchen namens irgendwie fühlt sich. Wir dürfen uns von Gerüchten keine Angst machen. Ich gerade den einen Flyer kann ich dem Schildkrötenmann. Hier riecht's nach Schildkrötenparadies. Eine Schildkröte. Nichts bleibt einem Ninja verborgen. Na ja, zwei. Ich wollte mir eigentlich ein Alleskönner. Heute geht's wieder nicht. Hast du? Ist was? Huch! Diese Musik! Was ist denn Wutheil? Und da wurde es also, das ist schwer zu erklären. Ah, irgendwo. Du siehst aus, als könntest du gut mit Kindern. Dann kämpfen wir! Der Sieger darf der Alleskönner sein. Es sind aber lauter Kinder, mit denen ich nichts machen kann. Hab ich dich, du Schildkröte! So, drei Flyer haben wir. Würde mich nicht wundern. Heute lese ich euch die Abenteuer von Stan, dem treuen Hund, vor. Mein Name ist Stan. Der Kommandant hat Stan gebeten, in der Stadt einen Leibhund einkaufen zu gehen. Also läuft Stan eifrig in die Stadt und folgt dem Duft von frisch gebackenem Brot. Hopp, hopp, du meinst hinterher. Auf seinem Weg riecht Stan Milch und Schinken und Kuchen. Du bist neu hier, oder? Die in dem Kleid gehört zu den führenden. Das hier ist das. Genau dasselbe wie sonst. Wir beschützen die Stadt. Hier scheint auch nichts zu sein. Willst du was von ihm? Nicht wirklich. Ich fühle mich. Was sollen wir jetzt nur machen? Der Hund. Haben den Reaktor einfach so in die Luft. Seit dem Vorfall sind die Ungeheuer sind. Durch die Explosion sind die Ungeheuer gereizt. Die sind durch die ganzen Ninja, können sich doch überall einfach erst auf wir aus dem Stamms auch reingezogen. Ich rufe den Notstand auf. Mutter ist auf dem Vormarsch nach Midgar. Ich muss gar nicht da hoch. Ich Trottel. Hauptsache, ich versuche eine Stunde da hoch, ne? Gott. Ich
es richtig sehe, hängt der Flyer da. Natürlich da, wo die Sachen im Weg stehen. Mit dem Flyer. Und wer bist du überhaupt? In letzter Zeit spielen irgendwelche Flegel Streiche mit den Flyern vom Schildkrötenparadies. Gehörst du etwa zu denen? Oder verfolgst du den Alleskönner? Ein hübsches Gesicht hat er. Ich verstehe dich ja. Aber spar dir das lieber. Der Kerl ist den ganzen Ärger einfach nicht wert. Wenn man wissen will, was in dem vorgeht, braucht man entweder viel Geduld oder rohe Gewalt. Männer wie den gibt's wie Sand am Meer. Da verbiegt man sich und tut und macht und am Ende... Ich will aber gar nichts von diesem Alleskönner. Was willst du dann hier? Ich hab mich verlaufen. Aber ich finde den Weg schon. Das war knapp. Ich rufe den Notstand auf. Wutai soll hinter den Aschen. Wenn sie hier aus den Wenn die Reaktoren stehen, trifft es doch die auf der Platte am Stern. Wow, das ist ja mal ein cooler Umhang. Ein Trottel hat versucht, einen Flyer in der Fabrik zu verstecken und ist prompt angegriffen worden. Mit den Biestern ist nicht zu spaßen. Du hältst dich besser auch fern. Das ist das erste Mal, dass ich einen echten Soldaten sehe. Und wo ist jetzt dieser Flyer? Ob man bei Evelyn schon Gehalt kriegt? Mir ist schon entdeckt. Dachtest wohl, du könntest dich verstecken. Da ist ein seltsamer Typ. Also sein. Das Schildkrötenparadies. Es ruft mich. So, den einen Flyer hier noch. Nimm das. Den hier. Es wird gleich Zeit für die Pause. Hey, auf den Weg! Nimm das! Bitte, etwa wieder?
noch mal kurz gucken. Elementaren Ding. So, okay. Lass mir ja so bleiben! Nimm das! Nee. Nimm das! Nimm das! Das kann nicht sein! Natürlich mit. Das war der letzte Flyer. Gut, dann wollen wir mal. Jo. Natürlich, dass ich alle Flyer finden würde. Kinderspiel! Ach ja, fast vergessen. Hier, ein kleines Geschenk. Das sind doch Dachau-Bohnen. Soll das etwa heißen, dass du? Ich verstehe. Einen Ninja trifft man selten in dieser Stadt. Ich würde dich ja liebend gerne auf ein Glas in meine Bar einladen. Aber du hast sicher viel zu tun. Außerdem siehst du noch zu jung aus, als dass ich dir mit gutem Gewissen etwas anbieten könnte. Wenn du noch ein paar mehr Abenteuer hinter dir hast, komm ich doch mal wieder hier in Midgars Schildkrötenparadies besuchen. Ich serviere dir das köstlichste Essen und die besten Getränke außerhalb Wutais. So, das hätten wir geschafft. Also ihr Lieben, ich würde kurz mal in die Pause gehen. Vielleicht beende ich auch nach der Pause sofort den Stream. Garantiere für nix.